Das ist mir auch zeitig eingefallen. Hier bin ich. Ja. Ich laufe mal hier den Berg ein bisschen hoch, dann kann man sich ein bisschen besser sehen. So. Ich droppe dir schnell alles. Zack, zack. Geil, danke. Und dann renne ich Richtung Dorms. Ich komme mit. Also ich bin auf jeden Fall gut gegeert. Falls da Player kommen, dann kite ich mit denen und die Scavs kannst du alle weghauen. Okay. Oder willst du woanders hin? Wir können auch woanders hingehen. Ich weiß es nicht. Wir können auch Doms, mir ist es egal. Ja, schauen wir einfach mal, wenn da welche jetzt sind. Wir müssen ja nicht unbedingt fighten mit denen. Wir können ja auch abhauen. Muss ich mich mal ordentlich hinsetzen hier. Ich hau mich erstmal ins Gebüsch und setz mich mal hin. Gut, du gehst rein. Ja, ich gehe rein. Okay. Ich bin Ja, hier unten ist ein im Scav. Bad. Ja. Ah, unten im Bad bist du. Wo bist du in der zweiten? Ich bin in der zweiten Etage im L. Ich mache jetzt hier den ersten Tresor auf. Du rennst? Ja, ich komme hoch. Alles klar. Ich renne einmal hinten durch, gerne den anderen Tresor. Aha. Wir Was haben hier denn? einen kleinen Pistolero. Hier drin Ah. in der Tür. Okay. Lebt er noch? Ja, du kannst am besten in seinen Rücken schießen, wenn du kannst. Hassen? Ja. Nice. Ich habe ihn Okay. tot geschossen. Ich sag ja, kannst du in den Rücken schießen. Der war voll auf mich fixiert mit seiner Pistole. Hat einmal kurz mein Bein getroffen, die Drecksau. Ich komm zu dir gelaufen. Okay. Check den mal ab. Ich pass hier auf. Ich glaube, hier kommt was. Das war's gut. Level 6. Ich schmeiß ihm nachher die Pistole wieder hin, wenn ich's nicht vergesse. Oh. Okay, bin soweit. Okay. Gut, jetzt haben wir ja. Ich renne wieder ins L, hm? Ja, ins L. Ich gehe mal hier die Kisten noch looten und dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber. Kurz einen Mag staken und dann bin ich sofort ready. Sorry, Mario. The Princess is in another castle. Ah, okay. Castle, ja. Das ist Das ist von Super Mario. Aha. Das ist so geil, Alter. Okay, ich würde sagen, wir gehen von hier.
ihr vor? Direkt über die Feuertreppe hier rein. Okay. Das sind die drei guten Türen. Okay. Da ist eine Military-Kiste, zwei Holzkisten. Und hier ist meistens was zu essen in der letzten und eine Duffelbag. Ja, kannst du dir mal abchecken. In den habe ich schon relativ oft die Dingens gefunden, den Granatenwerfer. Okay. Deswegen gehst du gerne an die Kiste. Aus Caps habe ich noch nicht gehört. Nö, ich auch nicht. Ein bisschen Mystery, sonst geiern die immer hier rum. Diese Schwänze. Wir gehen kurz die Tresore noch mitnehmen, dann gehen wir weiter. Gehen wir mal in Richtung Baustelle oder so. Ja, Bushaltestelle, Baustelle, da. Ja. Ist das... Welche Schlüssel hast du für die Dorms? Weiß ich nicht. Sekunde. Movement. Da war draußen was, da ist was gerannt, 100%. Okay. Aber nur ganz kurz. Oh. Ja. Ist unter uns. Sperling, grüß dich. Nomade, grüß dich. Herzlich willkommen. Ich habe bloß mal die Facecam gerade weg, weil wir am Nachtdreh sind und dann habe ich bei mir auch das Licht ausgemacht hier von den Softboxen. Sonst würde da ein schwarzer Fleck zu sehen sein. Schaffst du hier zu halten? Was willst du machen? Von hier, ich springe jetzt von hier unten runter. Der hat eine MP7, 100%. Ich würde nämlich einmal hier runterspringen. Okay. Und dann würde ich von der anderen Seite einmal reingucken, ob ich den sehe. Ich mach mal eben, ja? Ich hau mir jetzt einen Morphin rein und renn mal von vorne rein. Wenn da einer ist, dann werden wir das jetzt gleich sehen. Steps? Dreier-Dorms. Er ist im Dreier-Dorms. Was, das hat sich angehört wie hier? Ich bin auch gelaufen nebenbei. Das auf Holz? Ja. Ah, okay. Hier ist doch irgendwas. Ich bin jetzt genau unter dir so gesehen. Okay. Sag Bescheid, wenn du hochkommst. Die Tresore leer und dann hauen wir einfach hier ab. Du musst? Ja. Okay. Ich verstecke mich mal so lange in einem kleinen Zimmer. Angst. Ich komme jetzt hoch. Okay. Ah, man hätte etwas zu essen mitnehmen sollen. Ich bin hier drin, warte, ich komme raus. Ja. Essen brauchst du? Hast du was? Ja, ich habe eine Milch. Hier. Und brauchst du das nicht? Nee, geht's gerade nicht. Aber du hast ja doch irgendwas gespritzt, du brauchst das doch mehr als ich dann. Ach, alles gut, ich habe ja noch einen Eistee, den trinke ich jetzt. Okay.
Cool, Milch. Oh, Steps. Das ist doch unter uns, oder? Das ist gegenüber. So laut höre ich das? Ja, das ist echt krass. Das haben die, ist neu. Alter. Ich glaube, die haben die Ebenen jetzt angepasst. Und weil wir auf der gleichen Ebene sind, da hören wir den jetzt voll laut. Alter, später. Weil der müsste auch in der zweiten Etage sein. Der müsste genau gegenüber sein. Aha. Rein theoretisch. Deswegen, ich würde sagen, wir gehen unten in die erste Etage und springen aus dem Badezimmer raus und rennen da hinten rum weg. Ja. Dann suchen wir, es hat noch ein paar Skeps, wir müssen ja eh in die Richtung. Genau. Let's go. Da kommt was. Hast du es gehört? Ja, rennen und springen, ne? Ja, aber hinter uns. Ich glaube, der ist jetzt reingegangen. Der ist jetzt in Zweierdorms reingegangen. Okay, komm, wir rennen weiter. Wir bauen uns erstmal ein bisschen Abstand auf. Okay. Ohne 80 Gritte ich jetzt gerade gar nichts. Wo, aber warum hast du das weggeschmissen, Alter? Weil ich mir gedacht habe, da kann ich besser jetzt erstmal da drinne, weil das hat immer geblendet, wenn ja, ich ja. Selber irgendwie Taschenlampe gemacht habe oder einer mir entgegenkam. Da habe ich mir gedacht, so besser lieber abmachen. Ich hätte auch einfach N drücken können, ich Idiot. Ja. Naja. Ich geh mal zur Tanke, hm? Mhm. Ich bin hinter der Tank am Hidden Stage. Hab's gehört. Der Tank ist nichts los, Mann. In dem Stage ist auch nichts drin. Ich gehe oben auf den Sniper-Hügel drauf und guck mal runter. Vielleicht ist am Checkpoint noch was oder an dem Gebäude, wo wir gerade waren. Da sind wir einfach mal gleich ein bisschen laut. Vielleicht kommen die ja wieder. An der Bushaltestelle meinst du? Nee, da, jetzt gleich kommt ja der Checkpoint, wenn du nachher tankst. Ja. Weiter geradeaus. Ach so, da vorhin. Ah. Ja, da wo die Dinge sind. Ja, die, stimmt. Wo sie mich zum ersten Mal kalt gemacht haben. Da. Genau, genau. Mhm. Da versuchen wir mal gleich einfach ein bisschen laut zu sein. Ein bisschen rumzuschießen. Gucken, dass wir die anlocken, weil gerade kamen die da in Scharen reingerannt. Ich geh mal danke rein. In Richtung Checkpoint. Ich hab einen Kopf. Tipp. Guck mal, ob ich hier was für dich finde. Warte. Ich bin weit weg von dir, also alles, was du siehst, kannst du abknallen. Ich komme jetzt Richtung Checkpoint. Ja, ich bin auch genau am Checkpoint gerade. Ey, hier läuft doch was. Hier ist das Taschenlampe, bin ich? Nee. Ich renne jetzt in das Gebäude rein, wo wir gerade waren. Warte mal. Neben mir ist einer. Oh. Oder? Ich sehe ihn nicht. Ja.
Irgendwas habe ich erschossen, glaube ich. Das ist mal gut. Bist du genau am Checkpoint gerade oder wo? Nee, genau? Am Tittenhügel. Ah, okay. Warte jetzt. Ah, jetzt bin ich tot. Ach Mann. Nein. Spiele oder Scav? Warte. Spieler. Verdammt. Wer hat denn dich gesehen? Keine Ahnung. Ich hab einen Scav erschossen. Einen. Ja. Ich weiß nicht, wo. Da waren ja nochmal Steps irgendwo. Da war wahrscheinlich auch da in der Nähe. Da schießt LPS und hat mir direkt einen Headshot verpasst. Also. Nee. Und hier, wo wir gerade waren, sind jetzt wieder Full Scavs. Oh, so eine Scheiße. Ein paar Meter.